Party. Tja, so. Freunde, eure Mütter werden es uns danken. Wir haben eine wichtige Nachricht für euch. Esst mehr Gemüse. Zack, Knack. Wunderbar. Ja, die mit dem Knack. Ihr kleinen Fickmoglis. Ja? Und weil das Ganze doch relativ unterhaltsam ist, na, ist ja nur ein Zitat, ich darf ja sowas nicht sagen. Ja, gibt es heute ein Deathmatch. Boom. Ja, gegen ESG treten sie ja, glaube ich, an. Und das Spiel wird auch irgendwann offen und verfügbar sein. Und das Ziel ist folgendermaßen. Wir sind ja auf dem 8.13er. Auf dem 8.11er war Atomexplosion im Kopf. Und das Ganze wollen wir so ein bisschen reviven, indem wir einfach sagen, wir zocken. Die bringen sich so hart wie es geht, so oft wie es geht um. Und wer nach 20 Minuten, da wird Pause gemacht, wer nach 20 Minuten die meisten Kills hat, hat gewonnen. Weil da spielt ja oft Lee Sin. Why not? Ist ja auch ein Deathmatch. Gut, Leute, Pause! Bis in 3 Minuten. Schnitten! Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen! Willkommen zum King of Spandau, Sir 20 Mitchell. Willkommen zum Böller-Game schlechthin. Willkommen zum Deathmatch, Leute. Wir haben sogar ein klasse Overlay. Boom, seht ihr das? Ja, 20 Minuten voller Böllerkurs. Wer am Ende dieser 20 Minuten mehr Kills hat, nicht wer den Nexus zerstört, der gewinnt auch das Game. Der gewinnt diese Partie. Nur darauf kommt es an. Beides möglich. Ja, sind einfach, also ich meine, die denyen halt wirklich viel. Da unten bewegt sich auch keine Sau. Jetzt gehen sie verlieren halt so viel XP, ne? Sie kommen halt die wieder zurück. Aber die, ja. Sie wollen, dass er näher rangeht. Oh, jetzt kommt er! Oh, übel gut reagiert. Aber schöner Knockback! The Mind Game ist das Point! Eieiei. First Blood, alle ab in die Base. Das war's, Leute. Spin hat gewonnen. Na, Alter, das drehen sich jetzt so weird aus. Ich hätte Tatsache erwartet, dass... Oh, lol. Oh, noch ein Flash. Oh. Granate, Sitz. Oh, die CC-Chain. 2-0. 2-0, Leute. Denkt dran. 20 Minuten ist Schluss. Ja, ja, der ist halt... Ich meine, der soll einfach nicht fliegen. Ja? Der ist halt super tanky. Das ist das Tier. Uff. Ja, da hat Mama wohl das WLAN ausgemacht. Schwierig, Leute. Schwierig. Drake. Oh, Sidesteps. Aber jetzt auf Zeit. Ich meine, das ist wirklich die Nahkampf-Variante. Erster Kill, Leute. Von ESG. Natürlich an Sola. War predictable. Agurin, der riecht jetzt oh, der ist die Möglichkeit. Run, my son! Stirbt gerade Turbo-Geschwindigkeit. Zack, der verbrennt. Das hat er gut abgeschätzt. Aber man sieht es schon. Garen ist Garen. Oh, Koji. Oh, vor allem nochmal schön durchs Minenfeld durchgezogen. Ja, das war schlau. Muss man aufpassen. Aber Kato ist bald Level 6, da darf auch bald mitspielen. Ja, 4-2, da können sie sich ausruhen. Da haben sie ein Polster. Aber guck denken mal, sie Shantau auch, gar kein Shantau ist jetzt aber das Polster. Aqua, Damage Reduction, da kommt sogar Verstärkung. Oh, Pucci. Oh, aber der Escape. Das war giga gut gedacht. Aber das war giga schlecht, weil er hat beide gehuckt. Okay, der Gedanke war super nice, aber leider haben die sich beide von dem Darius hucken lassen. Der Klon stand noch in der Mitte und als der Klon aus der Range war, ist er wieder hier gespawnt. Ich war gerade hier, hab das so gesehen. Ah, Klon ist aufgetaucht. Gar kein Problem. Also, ich dachte halt, das ist er. Ja. Bin dann noch ein Stück darauf zugelaufen. Auf einmal steht er nochmal neben mir. Ich war mit verwirrt. Einfach nur schlau, aber hier wird gedeathmatcht, Leute. Das sieht wie Deathmatch aus. Oh, das ist aber schwierig. Das ist richtiges Deathmatch. Das ist aber schwierig fürs Inferno. Der taunt. Oh, der Inch. Spielt eh keine Rolle. Das Inferno hat sich so einen großen Vorsprung aufgebaut. Jetzt wird es schwierig, Tim. Turbo-Feed ist das Motto. 6-6. Ey, das ist nicht gut. Das hat Freddy gerade schon ziemlich clean gespielt. Ja. Oh, ganz nett aus. Aber wenn der Kill erstmal gesessen hat, dann hat er Hello. Gesessen. Alter, die Ult. Alter, wieso kommt der erst nicht nach dem Lockup erstmal eine Granate? Ich weiß nicht, ob man da Morgana erreichen möchte. Jeder Kill kann der wichtigste sein. Ein Kill alleine kann entscheiden. Über Sieg oder Niederlage. 10 Minuten, Freunde. Hälfte ist oben der Zeit. Aber ESG hat sich gut gemausert nach den ersten Minuten. Oh. Jetzt das 2-1er. Ja, das war's. Sie ist natürlich RIP. Oh, oh, oh. Bam, da ist er da. Aber die Ultimate reicht die. Oh, sie reicht. Aber er stirbt durch die Blutung. Und es ist ein 2-1-Tausch bisher. Na, aber no way, man sieht es. Er ist noch lange nicht... Oh, die Laser tun aber wirklich weh. Ja, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Agurin ist unterwegs, der ist durstig. Ein Wodka Lemon, bitte. Oh, erstmal gibt's hier eine Ari. Zack, Knockup ist raus. Oh, schon auf. Oh, schon wieder die Raketen! Sola, Wodka Lemon! Zum Mitnehmen! No way, rasiert sich hier komplett durch. Zack, tankt dann noch den letzten Schuss. 7-11, es hat so gut angefangen fürs Inferno.
Wer braucht den scheiß Tempest? So, hallo. Na, gegen Garen braucht er wahrscheinlich mehr. Oder? Oh. Ich meine, er hat ja auch die Damage Reduction auf dem W. Oh, schöner Pull. Oh, das Binding hinten. Da muss man aufpassen. Er ist in massiver Ultrange, aber Garen hat da auch... Oh, der ist einfach über die ganze Karte geflogen. Schön gemacht von No Way. Darius lebt immer noch. Aber nun wird man sich rächen. Das Inferno ist noch lange nicht durch. Ich glaube, man wird sich nicht rächen. Ja, sie sind halt Fairplayer. Oh! Oh, der Charm! Der war weird, aber er hat funktioniert. Card ist jetzt am Chasen. Es wird ein 1-1 Trade. Aber so lange zwingst du ja nicht den Turret. Ah, der Turret ist da. Aber leider, pum, ist er jetzt explodiert. Ja, Agurin, Shit. Oh, oh! Oh! Oh, das oh Gott! Alter, das war witzig. Der Ritt in den Tod. Einfach der Ritt in den Kick. Oh, das war gut. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Aber es war gut. Maxim, sowas hinterfragt man nicht. Das ist alles geplant. Ist alles geplant. Oh, das war geplant. Das habe ich gesehen. Schöne Smitung, damit das Minion das Q nicht blockt. Also No Way is on fire, Leute. Das müssen wir jetzt hier mal so sagen. Hm. Dann würde das Inferno wieder führen. Oh, Flash Taunt in den Magic Shield. Well played, Chantau. Well played. Ja, da gibt's zwar den Daumen nach oben sofort vom Gegner. Und er schafft das sogar noch. Die Frage ist, kommt er wieder in den Hook von Darius, wie beim letzten Mal? Ich glaube, er hätte es sogar probieren können. Ah, Kochi. Ei. Ja, und jetzt kommt No Way. Oh, jetzt hat er sich reingesneakt. Stundenlass. Steht aber zur Verfügung. Oh, ein Leben. Ein Leben hat er noch. Das ist bitter. Das hat wirklich nicht gereicht. No Way, der kleine Glückspilz. Und hier, ja, hier muss man nur daneben stehen. Das reicht halt aus mit Cardus. Zack, jetzt wirst du aber komplett vernichtet. Er hat halt Legend nicht mehr gecued. Das ist übrigens wirklich der Trinity Garen geworden. Nein. Es ist die schlimmste Variante. Die Trinity-Variante ist Kevin. Bad. Er verliert das 1-1 hier. Weil er hat viele Kills. Na, eigentlich muss das ja, also die Weichenziele kriegt er schon weggeballert. Hallo. Oh, ja, die sind halt so... Die mobben den halt, ne? Ahri, die sind so fucking mobil, dass er nicht mal den Taunt durchbekommt. Obwohl sie ihn beide offensichtlich berührt haben. Ja. Alles machbar. Alles machbar. Ja. Okay. Der überlebt das, aber No Way nicht. Boom, 950 Gold gab's für ihn. 950, Leute. Das seht ihr jetzt an der Stelle natürlich auch als 10 Kills als Shutdown. Ganz wichtig. Es steht also gerade 20-20. Aber ist nicht schön. Ja, Granate. Oh, die Ult-Granate. Hard Counter. Kuchi weiß, wie er über den hookt. Soda noch nicht ganz mit den Raketen on Point. Aber ist egal. Na, Garen macht das hier mit Point and Click. Also, wie geht das denn? Das war ein Platin-Spiel. Mit Dev-Timer muss man überlegen, wie das geht. Ich frage mich, ja, also irgendwann ist das. Du spielst ja gar kein LoL. Vor allem, da muss quasi ja im Gegnerteam auch noch einer Run It machen. Oh, No Way, No Way! Direkt in. Den guten Kuchi. Nein, der hat ihn aber nicht gekriegt. Ne? Der Hook ging daneben. Da kam nochmal das Flash hinterher. Und währenddessen hatte ich Morgana einfach mal den Armsula gewinnt. Das ist definitiv schon mal nicht schlecht. Eventuell unten schon der Nächste am Start. Guck mal, Tim ist hier echt effizient. Wenn ich mir Tims Bild anschaue, dann denke ich mir bloß, der ist im Deathwatch angekommen. Der ist eine kleine Bibliothek. Ja. Der sagt sich, Leute, mehr... Oh, tschüss, Sola! Ich meine, die Kugel hätte ja noch zurückkommen können. Hier wird es auch schwierig. Aber man sieht es schon. Kevin on the run. Der will seine Ult aufsparen. Er muss ja einige Kills noch holen. Auf die Ahri flashen. Auf die Ahri. Ah, ne. Kein Flash am Start. Damit wird es schwer gehen. Weil er hat die Ult bewusst aufgehoben. Alter, was ist das für ein Backboard? Hast du gesehen? Holy shit. Oh, hallo. Hello, guys. It's me. No Way. You're gonna die. Mein Fuß. Und der riecht. Versaut einem hier das Game. Man probiert es trotzdem. Jetzt ist er weg. Kann man die Ahri bekommen? Die Antwort müsste ja sein. Oh, die Raketen. Ging daneben, aber der Flash Taunt ist da. Ach, du hast dich Ultimate. Tja, wenn es hier um Gold geht, würde es gar nicht so schlecht aussehen. Oh, wobei, es ist auch schon 7000 mittlerweile. Es ist auch schon 7000. Na, even ist es nicht. Zack, No Way kickt den nächsten tot. Wobei, die Steine tun halt echt weh, ne? Die haben ja keine Limit. Du kannst durch alle durch. Oh, es ist 5 Sekunden. Kevin, zeig es uns! For Justice! Zeig ihn uns! 3! Oh! 1! Jawolla! Der Kill, der zählt, der letzte Kill gewinnt, Freunde! Game over! 20. Minute, alle sind raus, alle AFK, PSG! Wir sind's! Game over! Game ended without a result! Es war der Ausgleich! Es war der Ausgleich, Leute, ja?
Es war der Ausgleich. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Na, was geht? So, das war unsere kleine Mitshow, Sir 20. Es sollte ein Deathmatch sein. Es war auf jeden Fall ein Deathmatch. War auf jeden Fall knapp. Es war ein Tote dabei. Es hat auch gut angefangen für Sinfern. So ein kleines bisschen loben. Ich sag ja, die einfach 3-0, Leute, turtled, wave cleared, easy win. Aber sie wollten es halt auch fair machen. Ich meine, ESG hätte jetzt quasi verloren, wenn diese Turtle-Taktik aufgegangen wäre. Ja, ist nicht passiert, aber das ist nicht schlimm.